You are the chosen few, protectors of our world. This is your time. Und hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, ihr habt es ja schon im Titel gelesen, ihr habt es ja schon gesehen, meine Meinung, beziehungsweise was ich ihr empfehlen würde, jetzt wirklich mal rauszuhauen für ein neues Game. Ja, eigentlich können wir nichts mehr dran ändern, nichts mehr dran rütteln. Aber nun ja, was würde ich ihnen empfehlen, beziehungsweise was würde sich wahrscheinlich der Großteil der Community einfach nur wünschen, beziehungsweise sich eigentlich darüber freuen eher, wenn es rauskommt oder rauskommen würde. Und ja, kommen wir jetzt erstmal zum ersten, was da wäre, was sich ja der Großteil der Battlefield-Community eigentlich wünscht, zum als Battlefield 6, so ein Vietnamkrieg, beziehungsweise einfach so ein Battlefield 4-mäßiger Shooter nochmal, also so wirklich ein Battlefield 4-mäßiger, modernerer Ego-Shooter nicht, aber eigentlich schon ein Shooter, ein normaler Battlefield 5-Shooter quasi, also einfach nur ein schönes, normales Battlefield halt. Das würde sich wahrscheinlich die Community am ehesten wünschen. Ich persönlich bin auch ein Befürworter für den Vietnamkrieg, beziehungsweise ich würde beim Vietnamkrieg noch mit den Koreakrieg mit einbinden. Ich bin zwar, Real Talk, ehrlich gesagt so ein Fan ein bisschen mehr vom Koreakrieg als vom Vietnamkrieg, da Vietnam eigentlich eher so mehr auf Bevölkerung ging als auf, ja, wirklich so Zwei-Fronten-Krieg oder so. Deswegen, ja, das dazu. Ja, also ich bin ehrlich gesagt, wie gesagt, Koreakrieg-Befürworter. Aber wie gesagt, ich denke mal, Vietnam wird es auch werden. Aber wenn sie so zwei Sachen raushören würden zusammen, das wäre halt nicht schlecht. Und ich finde auch persönlich, es würde auch wiederum besser dastehen, als nur ein Land überhaupt dazu haben, mit wahrscheinlich dann 15 Maps am Ende oder so, die halt nur von einem Land sind. Das ist doch irgendwie ein bisschen doof, ne? Aber nun ja, das sei es mal dazu auf jeden Fall fürs Erste. So sehe ich das. Also es wäre auf jeden Fall recht geil, recht cool auch, aber ich denke mal, es ist nicht das Gelbe vom Ei und es würde wahrscheinlich auch die Community echt richtig hypen, aber wenn das wieder so wie bei Battlefield 5 wird, glaube ich, wird das wieder ein Griff ins Klo für sie. Deswegen würde ich persönlich eher die zweite Variante wählen und zwar einfach nur das, was die Community momentan am meisten wieder mal spielt, wieder mal suchtet. Dadurch, dass sie jetzt sich vom Battlefield 5 wieder abwendet, dadurch, dass kein Support mehr kommen wird. Also man kann es eigentlich schon abgestempelt haben, Battlefield 5 als Battlefield 1. Digga, da geht keiner mehr rein, in 50 Jahren gefühlt. Aber so ist es nicht. Battlefield 1 ist auch mega am Start und Leute zocken es mega, mega hart eigentlich, will man schon sagen. Und ja, ich würde einfach nur empfehlen, ein Battlefield 4 Remake rauszuhauen. Ganz ehrlich gesagt, ein Battlefield 4 Remake wäre schon das Gelbe vom Ei, das Goldene vom Ei, will man sagen schon. Also es wäre echt nicht zu übertreffen, wenn man das raushauen würde. Natürlich unter ein paar Bedingungen. Und zwar, dass man natürlich diesen Remake mit den Sachen von Battlefield 5, mit diesen ganzen Game-Sachen, die Battlefield 5 halt hat momentan, dies erst zu Battlefield 5 gemacht haben überhaupt, wirklich dieses abkrasse, wirklich neue Spiel-Gameplay ist wirklich unglaublich unvergleichbar im Gegensatz zu Battlefield 4, im Gegensatz zu Battlefield 1, also es ist echt unvergleichbar, wie cool das ist. Und ja, ich muss sagen, diese ganzen Spielanimationen, diese ganzen Sachen, die wir eigentlich in Battlefield 5 haben, dazu will ich auch sagen, kurz in Battlefield 5, echt ehrenloser Zug von euch, ey, dass ihr bis jetzt noch nicht annähernd mal diese Herausschleifanimation, die wirklich jeder geliebt hat, als er das erste Mal gesehen hat, die macht ihr nicht rein für die Sanitäter. Das finde ich echt ehrenlos. Also, die ganze Community hat sich drauf gehypt. Ich bin auch selber noch immer drauf gehypt, aber es ist bis heute nicht reingekommen und das finde ich echt ehrenlos. Wenn ihr das aber im letzten Update raushauen würdet, Digga, dann würdet ihr aber echt Eier beweisen. Ja. Ich denke mal, es ist klar, was ich damit meine. Also es ist echt mega cool. Also es wäre echt mega cool, wenn ihr das raushauen würdet noch, aber ich vermute eher nicht und deswegen leider traurig. Ja, so viel dazu kurz. Und ja, wie gesagt, diese ganzen Spielsachen, diese ganzen in-game neuen Gameplay-Sachen waren einfach mega cool bei Battlefield 5. Und wenn jetzt ein Battlefield 4 Remake mit besserer Grafik, mit besserem Gameplay, mit wirklich aktuellem Sliding-Gameplay, mit aktuellem Gun-Gameplay reinkommen würde, das würde einfach die Community mega pushen, mega hypen.
Natürlich würden auch wieder mal diese skeptischen Stimmen aufkommen. Oh, warum Battlefield 4 Remake, Digga? Das ist doch schon so wie bei Call of Duty abgegessen. Wenn man ehrlich ist, Battlefield 4, ne? Ich habe diese Woche Battlefield 4 gezockt. Und ratet mal, was ich in diesem Battlefield 4 gefunden habe, was in Call of Duty erst jetzt reingekommen ist, so richtig. Und zwar das mit dem Team Deathmatch, mit den Waffen, dass man während dem Leveln bessere Waffen bekommt, beziehungsweise andere Waffen bekommt. Ja, das hat ihr in Battlefield 4 gehabt, bevor Modern Warfare rausgekommen ist. Also da brauche ich nicht viel sagen, Battlefield 4 hatte mehr Potenzial gehabt, bevor Modern Warfare und, ja, Modern Warfare war nicht mal draußen, das Neue. Also, was soll ich noch sagen, ne? Es ist echt krass, Battlefield 4 hat wirklich viel Potenzial, heute noch immer. Also wirklich, wenn ihr ein Remake machen würdet, EA, und dann noch nicht nur diese ganzen coolen neuen Sachen von eben Battlefield 5 reinmachen würdet, sondern eben auch noch diese richtig coolen, mega geilen neuen Maps reinmachen würdet, die sich die Community noch so hofft, beziehungsweise einfach nur neue Server reinhauen würde, das würde die Community schon mega hypen, dann wäre einfach wirklich alles wieder wie beim Alten, würde man schon sagen, fast, ne? Also echt. Ich denke mal, die Community würde sich mehr freuen über ein Battlefield 4 Remake mit den ganzen neuen Sachen, mit neuen Maps, mit neuer Grafik, mit neuem Gameplay. Das auch wohlgemerkt wahrscheinlich dann auch viel geiler werden würde als überhaupt jetzt momentan. Weil ich denke mal, wenn Battlefield 4 Remake raushauen würde, also wenn Battlefield 4 Remake... Sorry, wenn Battlefield 4 ein Remake bekommen würde, dann würde es definitiv Modern Warfare, denke ich, schon von der Tischkante fegen, von der Tischplatte fegen. Also wirklich, das wäre der Mac. Also im Gegensatz zu Battlefield 4 würde Modern Warfare nicht mithalten können, weil einfach Battlefield 4 so viel Potenzial hat, so viel geile Sachen hat, die Modern Warfare niemals haben wird und auch niemals haben kann, weil einfach Battlefield 4 so eine unantastbare Sache ist schon wirklich an sich. Aber was immer noch fehlt in Battlefield 4 ist halt das wirklich abgrundtiefe, geile Gameplay, was Modern Warfare hat beim Waffengameplay. Ja, das muss ich echt zugeben. Das hat Modern Warfare halt wirklich besser als Battlefield 4 am Start. Aber mal überraschen, ob sie es doch noch raushauen in Battlefield 6. Aber wie gesagt, ich würde empfehlen, eher die zweite Variante zu machen und ein Battlefield 4 Remake rauszuhauen. Oder ihr macht es einfach euch ganz einfach und haut ein Battlefield. Ich weiß gar nicht, es gab noch ein futuristisches Battlefield vor Battlefield 4, oder? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber haut auf jeden Fall ein Battlefield 4 Remake raus mit noch irgendeinem anderen, geileren, neuen Content, der auch in der Zukunft so quasi spielt, mit einer neuen Partei, zum Beispiel Japan, zum Beispiel vielleicht sogar Deutschland, also Bundeswehr quasi. Also es gibt so viele Sachen, fügt einfach nur neue Parteien ein und dann ist die Community schon wieder mega hyped, mega am rumzocken und mega am rumfreuen. Ich denke mal, das würde einfach grob alles zusammenfassen. Ja, Leute, ich will euch jetzt nicht weiter auf die Folter spannen. Das war's von mir, von meiner Seite aus. Also mehr kann ich auch nicht sagen, mehr kann ich mir auch nicht erhoffen. Und ja, vielleicht machen sie es ja so, vielleicht machen sie es auch nicht so. Ich würde mir persönlich wünschen, dass Battlefield 4 Remake rauskommen würde. Da es einfach wirklich so mega cool wäre, endlich Battlefield 4 wie Battlefield 5 zu zocken, mit dem Sliden endlich zu spielen überhaupt, weil ich habe Battlefield 1 gezockt, dann habe ich Battlefield 4 gezockt und mir hat das Sliden so gefehlt, ey, wirklich, mein Herz hat geblutet, als ich in Battlefield 4 drin war und ich konnte nicht sliden, ey, Digga, das hat so hart an der Essenz des Games so gekratzt quasi, leider, aber nun ja, so ist es nun ja leider momentan. Mal gucken, ob sich das ändern wird. Aber naja, ich bin guter Dinge. Hoffnung, dass es doch noch Hoffnung gibt für Battlefield 4 oder vielleicht fürs Battlefield 6. Aber nun ja. Bleiben wir mal gespannt. Ich hoffe mal, sie machen aber nicht den Fehler und hauen, wie jetzt manche Fanmade-Trailer waren, Battlefield 6 als irgend so ein momentanes, wie Call of Duty, so ein momentanes Game raus, so momentanes Geschehen-Game, das wäre echt negativ, weil Modern Warfare momentan das schon gut macht, so schon gut eine breite Bahn dafür hergibt. Deswegen würde ich nicht empfehlen, das zu machen. Das wäre eher ein Griff ins Klo, wieder mal sowas rauszuhauen. Deswegen ein Tipp von mir, lass lieber bleiben. Ich denke mal auch, so ein Battlefield 6, was in Vietnam spielt, würde immer noch besser ankommen als so ein Battlefield 6, was nach Battlefield 4 oder so spielt. Deswegen, ja, so wie dazu. Ja, Leute, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend.
Wir sehen uns dann im nächsten Video, im nächsten Livestream. Sorry, dass ein bisschen durcheinander war, ein bisschen Gewirr war und auch ein bisschen, naja, gezogen war. Aber ich habe einfach jetzt mal so einen Klartext herausgeredet, wie ich es empfinde, wie ich sehe. Ich wollte das Video jetzt nicht unnötig auf diese 10 Minuten, bei mir gerade 5 Sekunden strecken. Aber, nun ja, ich sag mal so, um richtig Real Talk zu schieben, braucht man eigentlich mehr Zeit. Aber, wie gesagt, für mich in der Zusammenfassung einfach nur einen geilen Battlefield Remake raushauen oder halt einfach nur ein geiles Vietnam-Game raushauen. Das würde schon die Community zufriedenstellen. Oder einfach nur ein Battlefield 5, Battlefield 1 Support wieder raushauen. Das würde die Community auch zufriedenstellen, denke ich mal. Aber, ja. Also bei Battlefield 1 nur mal so ein Tipp nebenbei. Ihr müsst einfach nur einen Grabenkrieg-Map reinbringen, die richtig mega geil ist. Die Community liebt euch wieder. Das ist einfach so. Das wollte die Community von Anfang an. Deswegen der erste Schnitt im Trailer, wo die Leute im Graben waren und die Bayonetta pflanzen, aufpflanzen, das war der Moment, wo alle dachten sich so, jetzt geht Grabenkrieg vom Neuen los. Ja, und das ist nicht eingetreten. Deswegen ist die Community mega anpisst gewesen. Nicht, weil die Maps zu groß oder zu klein waren oder zu offen. Nein, einfach nur dieses Grabenkrieg, dieses wirklich erste Weltkriegsfeeling hat gefehlt in dem Moment. So viel mal dazu. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Tag, wie gesagt schon. Und ja, es gibt viele Punkte, wie gesagt, viele Kritikpunkte, was EA wirklich leider falsch gemacht hat. Ich hoffe mal, vielleicht diese paar Tipps erreichen EA vielleicht oder so. Gar vielleicht auch jemand anders. Naja, wenn ihr mir zustimmt, könnt ihr ja gerne mal ein Like da lassen und vielleicht auch ein Abo. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr EA empfehlen würdet für ein neues Game, für eine neue Reihe quasi, weil ich denke mal so ein Battlefield 6 und Battlefield 7, was halt quasi so irgendwie eine modernere oder ältere Variante wieder geht, würde denke ich mal auch recht gut reinpassen. Ja, das so viel dazu jetzt wirklich mal. Haut rein, habt einen schönen Abend, schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Livestream am Freitag. Bis dahin, haut rein und ciao. Und ich hoffe, euch hat das Gameplay gefallen. Ich muss sagen, die Runde war mega geil, oder? Also, die war auf jeden Fall mal besser als die normalen Battlefield 5 Runden.